Hallo und willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Wir haben hier die Botta Clavius, eine Uhr, die ich absolut genial finde, die ihr, glaube ich, nicht besonders gut sehen könnt, weil ich das Licht im Rücken habe. Ich werde sie jetzt eine Woche tragen und mal schauen, wie sie sich in meinem Alltag schlägt und das Ganze als Videotagebuch mit euch teilen. Wir haben Donnerstag, Tag 1. So 6-7 Minuten nach 12 und meine Botta Clavius ist natürlich noch am Arm. Es ist der erste Tag. Was soll ich sagen? Ich finde die Uhr richtig gut. Ich werde euch über die Woche viele verschiedene Einstellungen in unterschiedlichen Licht- und Lebenssituationen mit der Uhr zeigen. Ich habe sie montiert an einem schwarzen Hirsch-Kautschukband. Das habe ich also nicht von mir aus montiert, sondern das ist der Auslieferungszustand. Ich werde mit der Uhr ausnahmsweise nicht duschen gehen, was ich sonst mit meinen Uhren alles immer mache. Denn die Uhr hat in Anführungsstrichen nur 5 Bar. Und das ist mir persönlich ein kleines bisschen zu risikoreich. Das heißt, das ist der einzige Punkt, den ich der Uhr nicht zumuten werde. Alles andere wird wie immer sein bei meiner eine Woche am Arm. Und ich werde das mit Freude mit euch teilen. Wir haben Donnerstagabend, beziehungsweise genauer gesagt Montagmorgen, 13 Minuten vor 1 und meine Botta ist natürlich noch am Arm. Ich habe sie jetzt einen Tag, also heute tagsüber, am Arm gehabt und mir sind 2 Sachen aufgefallen. Zum einen, dass ich anfangs ein bisschen die Zeiger gesucht habe, weil sie einfach sehr klein sind und sehr weit außen am Blatt. Das ist ungewohnt. Mittlerweile weiß ich, wo ich hingucken muss. Aber die beiden Zeiger sind auch immer am äußeren Ende der Skala, wenn ich das ganze Ziffernblatt mal als Skala bezeichne. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen hin und her gucken, 2 Enden betrachten, weil die Zeiger halt in der Mitte nicht zusammenlaufen und das nicht ein einheitliches Bild ergibt. Nichts, was sich trifft und damit quasi wie so ein V da steht, sondern es sind 2 isolierte Punkte, die ich zusammenbringen muss. Und das ist im Kopf für mich etwas aufwendiger, als wenn die Zeiger ein V ergeben und damit quasi ein verbundenes Gebilde. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen rüberbringen. Vielleicht finde ich über die Woche noch eine etwas andere Formulierung dafür. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, und das finde ich sehr positiv, obwohl die Markierungen relativ klein sind, ist die Uhr auch bei relativ schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar, weil das Grün der Zeiger eine sehr gut erkennbare Farbe ist. Sie glimmen etwas nach in Dunkelheit, aber die Leuchtmasse ist nicht so, dass sie sehr lange leuchten. Aber in so Mischlichtverhältnissen finde ich die Uhr erstaunlich gut ablesbar dafür, dass die Zeiger nicht sehr stark leuchten. Wir haben Freitagmorgen, Tag 2, meiner eine Woche am Arm und meine Botta ist noch am Arm. Heute erzähle ich mal nicht ganz so viel zu der Uhr. Ich konnte sie nachts nicht ablesen, aber dafür ist sie auch nicht gemacht. Zum Kautschukband komme ich noch. Heute möchte ich euch allgemein etwas über die Nacht sagen. Es war eine super unruhige Nacht mit unglaublich vielen Sirenen, mit Hubschraubern und eine wirklich laute, unruhige Nacht. Ich steige jetzt gleich mal aus, schneide die Kamera um und zeige euch einen der Plätze, der dieses Chaos, diese Nacht in der Stadt, in der ich wohne, verursacht hat. So, dann schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Es werden jetzt wahrscheinlich ab und zu Autos vorbeifahren. Und das ist nur einer der Hotspots dieser Nacht in der Stadt, in der ich wohne. Und das hat das Chaos verursacht. Und den Lärm, der uns am Schlafen gehindert hat. Ich gehe noch mal etwas näher ran. Dann könnt ihr auch sehen,
dass die Wandfokus wegkippen, da kommt ein Passant. Ja. Da könnt ihr sehen, die ganze Holzwand ist mit angegriffen und auch hier der Baum ebenfalls angekokelt. Und es riecht auch entsprechend. Also deswegen heute nicht ganz so viel Uhren-Content am Morgen, sondern etwas aus dem realen Leben. Wir haben Samstagmorgen, also ein Video zum Freitagabend sozusagen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Wir haben kurz nach 1, beziehungsweise ziemlich genau 1 in der Nacht und meine Botta ist noch am Arm. Tja, was soll ich sagen? Die Uhr ist, wie ihr sehen könnt, wirklich groß, aber sie trägt sich unglaublich angenehm. Wirklich selten eine Uhr gehabt, die ich so selten in Position rücken muss, die einfach in jeder Position am Arm bequem sitzt, ohne zu drücken, ohne zu klemmen, ohne irgendwas. Das ist echt grandios und das habe ich nicht bei vielen Uhren, dass sie so wunderbar sitzen. Das Kautschukband, ich mache die Uhr mal kurz ab und zeige euch das. Ist übrigens auch super bequem. Ich bin ja normalerweise nicht so der Gummiband-Kautschukband-Träger, aber hier, es ist wirklich extrem angenehm. Und obwohl es heute zum ersten Mal dieses Jahr etwas wärmer war mit 21, 22 Grad, schwitze ich da erstaunlicherweise gar nicht so stark drunter. Überrascht mich selber, weil normalerweise bin ich unter Gummibändern immer doch jemand, der relativ stark zum Schwitzen neigt. Was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, war mein Hund. Der hat sich jetzt gerade verabschiedet und geht wahrscheinlich ins Bett, was ich nach diesem Video auch tun werde. Da ich bei dieser Uhr das Band so genial finde, dass ich nicht mit Bändern spielen möchte, muss ich mir mal überlegen, was ich euch die nächsten Tage zeige. Eine Sache ist mir heute aufgefallen, aber die hebe ich mir von morgen auf und sage sie euch morgen. In diesem Sinne gehe ich jetzt ins Bett. Bis dann. Wir haben Samstagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 10 vor 9 und meine Botta Clavius ist noch am Arm. Ja, letzte Nacht habe ich was sehr Eigenartiges festgestellt. Ich habe, da ich mehrfach wach geworden bin, die Nacht immer wieder auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ich hätte ein Glimmen gesehen, ich hätte die Uhrzeit erkennen können, um dann festzustellen, als ich es auf dem Handy kontrolliert habe, ich lag komplett daneben. Ich habe keine Ahnung, was ich da habe glimmen sehen. Ich muss mir das heute oder morgen mal mit einer Dunkelkammer, also Licht im Arbeitszimmer, anschauen. Was ich da gesehen habe, es war komplett irritierend. Ich hoffe, ich kriege das raus, denn so habe ich zwar gedacht, ich könnte die Uhr im Groben abschätzen, aber wie gesagt, ich lag komplett daneben. Ich habe keine Ahnung, was ich da habe glimmen sehen. Auch als ich das Licht angemacht habe, konnte ich es nicht nachvollziehen. Ich werde das über die Tage beobachten. Das ist für mich echt komplett neu. Wir haben Samstagabend, 20 nach 11. Und meine Botta ist noch am Arm. Ja, die Leuchtfrage habe ich heute nicht geklärt, weil mir etwas anderes aufgefallen ist. Und das hat mit dem Sitz der Uhr am Arm zu tun. Die Uhr sitzt, wie gesagt, wirklich super bequem mit einer einzigen Ausnahme. Und das hängt mit der Krone zusammen. Ich versuche das mal einzufangen. Das Gehäuse geht ja am Rand entsprechend nach oben, sodass die Krone ein kleines bisschen frei steht und frei zu schweben scheint. Wenn ich die Uhr so am Arm habe, ist das Gehäuse ausreichend schräg, dass die Krone nicht in den Handrücken kommt. Aber wenn die Uhr relativ weit am Handgelenk nach vorne rutscht, dann ist es tatsächlich so, dass diese Krone bei mir in den Handrücken geht. Und das ist dann schon
aufgrund der Größe der Krone, weil sie relativ klein ist und auch dünn, ist es eine kleine Fläche, die dann in den Handrücken geht. Das passiert, wie gesagt, aber nur, wenn die Uhr mir über den Knöchel rutscht. Wenn man es am Metallband trägt, könnte das eventuell eher passieren, weil das Metallband mehr Gewicht hat und dadurch die insgesamt sehr leichte Uhr vielleicht leichter nach vorne rutschen könnte. Und die, die die Uhren eh etwas enger tragen als ich, die werden das Problem sowieso nicht haben. Wir haben Sonntagmorgen, 20 vor 8, Tag 4, meiner eine Woche am Arm. Und meine Botta ist natürlich noch am Arm. Was ist mir bei der Uhr aufgefallen? Ja, mir ist eine Sache aufgefallen und das ist echt nichts für Leute, die ständig ein Poliertuch dabei haben. Und zwar kann man auf der Uhr, das ist mit der Kamera extrem schwer einzufangen, aber es gibt unglaublich viele Spiegelungen. Man sieht jeden Fingerabdruck aufgrund des von innen schwarz bedruckten Glases. Also da sieht man jede Schliere auf der Uhr, wirklich alles. Das ist für Leute, die da empfindlich sind, wirklich unter Umständen ein Problem. Ich kann damit relativ gut umgehen, aber andere werden da vielleicht ihr Problem mit haben. Und eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, und das ist für mich sehr positiv, ich bin normalerweise nicht so der Typ, der mit Gummibändern, sei es Silikon, Kautschuk oder andere Mixturen, auf Dauer viel anfangen kann, aber das Hirschpur, was jetzt hier dran ist, das trägt sich jetzt schon den vierten Tag in Folge wirklich sehr angenehm und das freut mich echt richtig. Wir haben Sonntagabend, 20 vor 12 und meine Botta ist natürlich noch am Arm. Ja, zu der Krone habe ich mich ja schon geäußert. Ich habe das heute über Tag gar nicht gemerkt. Insofern ist das wirklich eine Sache, die mal auftreten kann, aber bei mir extrem selten auftritt. Ich wollte das nur erwähnt haben. Kann man das hier nochmal sehen? Ja, jetzt kann man es, glaube ich, nochmal ganz gut sehen von meinem hellen Gesicht. Ich glaube, das gibt da nochmal einen ganz guten Eindruck, was ich meine. Aber das ist nicht das, worüber ich heute Abend reden möchte. Die meisten werden es wissen oder sehen oder haben schon mein Review-Video zu der Uhr gesehen, dass der Mittelteil des Ziffernblattes von unten auf das Saphirglas gedruckt ist oder lackiert oder wie auch immer da das technische Verfahren ist. Das führt dazu, wenn Licht schräg von der Seite eintrifft, dass es ein ganz interessantes Schattenspiel auf der Uhr gibt. Das ist mir heute bei direkter Sonneneinstrahlung aufgefallen und davon habe ich euch ganz kurz eine Aufnahme gemacht, die ich euch hier einblende. Ist auch etwas, was man nicht auf jeder Uhr so sieht. Finde ich ganz spannend. In den nächsten Tagen werde ich nochmal der irreführenden Leuchtmasse in Anführungsstrichen auf die Spur gehen und euch auch das nochmal zeigen. Letzte Nacht ist es mir nicht aufgefallen, einfach weil ich durchgeschlafen habe. Wir haben Dienstag, Tag 6 meiner einer Woche am Arm. Wir haben ungefähr 12:30 und meine Botta ist natürlich noch am Arm. Ja, wenn ihr mich gestern vermisst habt, da war ich komplett außer Gefecht gesetzt. Ich habe leider hin und wieder mit Migräne zu tun und gestern war so ein Tag, ich habe im Bett gelegen und konnte außer Dunkelheit und Stille nicht sehr viel anderes ertragen. Es war mir also echt nicht möglich, auch nur eine Minute aufzunehmen. Die Botta Clavius, ich habe sie am Arm, ich trage sie die ganze Woche und es ist eine wirklich außergewöhnliche Uhr. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wer sich die Uhr anschaut, wer sich das Design anschaut, sieht direkt, das ist keine Uhr von der Stange, das ist keine 0815 Uhr, das ist wirklich etwas Besonderes. Und bei einer Uhr, die etwas Besonderes ist, geht es mir auch nicht primär nur um die Funktionalität. Ihr wisst, normalerweise muss eine Uhr für mich immer absolut funktional sein, gut ablesbar sein, nachts extrem gut ablesbar sein. Dazu komme ich heute Abend nochmal und zeige euch die Nachtablesbarkeit wirklich im Detail nochmal. Sie muss schnell ablesbar sein. Alles das ist mir wichtig bei einer Uhr, die aus der Masse heraussticht und die wirklich eine ganz besondere Uhr ist, bin ich da etwas nachsichtiger
Und genauso müsst ihr bitte auch meine Bemerkungen verstehen, die jetzt kommen. Bei dieser Uhr ist unter bestimmten Blickwinkeln die Uhr leider überhaupt nicht oder nur sehr schlecht ablesbar. Und das versuche ich euch jetzt zu zeigen. Ihr seht, wir haben kurz nach 12:30 und dadurch, dass mitten ins Ziffernblatt oben unter das Glas die schwarze Farbe gedruckt ist, verschwindet bei einer leichten Handdrehung der Indikator für die Stundenanzeige. Und somit ist die Uhr aus dem Blickwinkel überhaupt nicht ablesbar. Ich muss ein kleines Stück zurückdrehen. So ein bisschen verdreht, das ist so, ich zeige es euch mal so ein bisschen klassischerweise, die Handhaltung beim Autofahren. Das heißt, beim Autofahren muss die Uhr immer ein kleines bisschen zurückgedreht werden, weil so ist der Stundenzeiger leider gar nicht zu sehen. Na, da laufen ein paar über die Straße und gucken nicht, auch klasse. Das ist wirklich das, was mir aufgefallen ist. Aber wie gesagt, es ist eine ganz spezielle Designuhr. Ich bin, was das betrifft, nachsichtig, will es nicht als Kritik verstanden wissen. Aber man muss, wenn es eine einzige Uhr sein soll und man keine Ausweichmöglichkeiten hat, sich dessen einfach bewusst sein. Wir haben Dienstag, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 10:55 und meine Botta ist noch am Arm. Und ihr könnt ihr im Video sehen, dass sie sich aktuell anscheinend wie irrsinnig zu spiegeln scheint. Das ist mir aber im Real noch nie aufgefallen. Das liegt daran, dass ich gerade komplett alles indirekt beleuchte. Das heißt, ich zeige euch das mal gerade ein kleines bisschen. Ich habe hier die Scheinwerfer, die gegen die Wand gehen. Und ich habe hier nochmal Scheinwerfer, die gegen die Wand gehen. Das heißt, ich schaue hier auf einen extrem hellen Hintergrund, sitze selber relativ im Dunkeln. Das ganze Licht, was hier auf mich fällt, ist also indirektes Licht. Und wenn ich dann die Uhr irgendwo hinhalte, dann spiegelt sich natürlich das ganze hell erleuchtete auf dem schwarzen Blatt. Das ist mir in der Realität aber definitiv nie, auch nur annäherungsweise, so aufgefallen. Abgesehen davon, dass sich die Uhr unglaublich angenehm trägt, ja, das habe ich erwähnt, das weiß ich, ist die Clavius die Uhr, auf die ich am meisten angesprochen worden bin. Und ich habe ja nun in der Tat mehr als eine Uhr und ich habe auch Uhren, die teurer sind. Und ich habe auch Uhren, die auf den ersten Blick auffälliger zu sein scheinen. Aber ich bin auf keine Uhr so viel angesprochen worden wie auf die Clavius. Ja, das finde ich wirklich schön, denn auch wenn ich das nicht zu meinem Hauptkaufgrund mache und auch nie machen werde, freut es mich doch, wenn meine Uhren erkannt werden, beziehungsweise wenn erkannt wird, dass es etwas Außergewöhnliches ist. Das ist etwas, was die Clavius schafft, wie keine andere Uhr, die ich habe. Ich wollte euch ja noch ein bisschen was vom Licht zeigen, beziehungsweise von der Leuchtmasse der Uhr. Und das mache ich jetzt. Einmal kurz mit der Taschenlampe, damit die Uhr auch ein kleines bisschen leuchten kann. Und dann werden die beiden Scheinwerfer ausgemacht. Und wir schauen mal, was die Uhr so an Leuchtelementen hergibt. Und wir können sehen, dass Stunden- und Minutenzeiger beleuchtet sind und man kann auch sehen, dass der Sekundenzeiger erleuchtet ist und sehen, wie er dann über das Ziffernblatt sich entsprechend bewegt. Was ich nicht sehen kann, das sind die Elemente, die ich in einer der ersten Nächte gesehen habe. Da weiß ich bis heute nicht, was ich da habe glimmen sehen, denn das war kein Element, was sich bewegt, wie der Sekundenzeiger, und es war auch komplett ab von den Indikationen für Stunde und Minute. Ja, ich mache mal kurz das Licht wieder an, einfach weil
die Leuchtmasse ja nicht so üppig ist, dass hier so wahnsinnig viel zu sehen ist. Wie gesehen, sie glimmt etwas, sie hält aber für meine Augenstärke nicht die ganze Nacht durch. Aber wie auch jetzt hier im Halbdunkeln sehen könnt, im Übergangslicht, im Zwielicht, da ist das richtig klasse. Und das helle Grün der Zeiger erleichtert es ungemein, auch bei diesen kurzen Zeigern sehr schnell die Zeit abzulesen. Ja, am Mittwoch, Tag 7 meiner eine Woche am Arm, und natürlich ist meine Botter Clavius noch am Arm. Was kann ich jetzt nach einer ganzen Woche mit der Botter Clavius am Arm sagen? Die Uhr hat mich überrascht, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist es für meine Verhältnisse eine ausgesprochen große Uhr, was den Durchmesser der Uhr betrifft, und gleichzeitig ist es eine ausgesprochen kleine Uhr, was die Auflagefläche am Arm betrifft, also der sogenannte Lug-to-Lug-Abstand. Das macht die Uhr sehr außergewöhnlich, weil sie einfach vom Draufschauen her wirklich groß ist und vom Tragegefühl her doch eher auf der kleineren Seite. Das ist etwas, was ich so nur bei ganz wenigen Uhren kenne, denn selbst Uhren mit Kissengehäuse haben ja auf der 12- und 6-Uhr-Seite eine gewisse Verlängerung und sind nicht kreisrund. Und das ist hier bei der Uhr ganz anders, und das ist wirklich eine komplette Überraschung für mich gewesen. Überraschend war für mich auch, wie oft ich auf die Uhr angesprochen wurde. Das hätte ich so nicht erwartet, weil es halt auch eine ganz schwarze Uhr ist und insofern keine Farben sind, die auf größere Entfernung direkt ins Auge springen. Sie ist relativ flach, sie ist auch kein großer Klotz am Arm, aber trotzdem ist sie ein Hingucker, und entweder sind meine Bekanntenkreis sehr viel mehr Leute, die sich für Uhren interessieren, oder aber die Uhr interessiert wirklich die Leute und macht Leute neugierig. Das kann ich noch nicht hundertprozentig einordnen, aber aufgefallen ist es mir auf jeden Fall. Was ist mir noch aufgefallen? Ja, ich habe ja die schwarz-hartstoff-beschichtete Version und war ein klein wenig unsicher, ich will nicht sagen ängstlich, aber unsicher, weil ich normalerweise schwarz-beschichtete Uhren nur dann leichte Herzens nehme, wenn der Untergrund gehärtet ist, sodass die Beschichtung nicht so schnell Schaden nimmt durch kleines Anecken oder Kratzer oder sonst irgendwas. Bei der Uhr hier, obwohl sie als Uhr ja relativ groß ist, muss ich sagen, bin ich extrem positiv überrascht von der Belastbarkeit und der Härte der Beschichtung. Ich bin mehrfach leicht angedotzt, also jetzt nicht brutal mit großem Schwung, aber wir haben ein Metallgeländer an der Treppe, die bei uns ins Schlafzimmer führt. Wir haben Rauputz im Treppenhaus, und der Aufzugsdrücker ist relativ nah an dem Rauputz. Also ich hatte mehrere Gelegenheiten, wo ich gedacht habe, jetzt ist es passiert. Und dann habe ich auch ein, zwei Mal gedacht, ja, da ist jetzt eine kleine Ecke. Es war aber nur ein Staubkorn. An der Uhr ist nach einer Woche überhaupt nichts zu sehen, und ich habe sie wirklich nicht geschont. Ich bin mit ihr ein, zwei, dreimal angeeckt, überhaupt nichts passiert. Und dann noch eine Sache, die mich genauso gefreut wie geärgert hat. Gestern habe ich beim Duschen schlicht vergessen, die Uhr auszuziehen, weil eigentlich alle meine Uhren mindestens 100 Meter oder 10 Bar Wasserdichtigkeit haben. Ich habe es vergessen, ich habe sie beim Duschen angelassen, und sie hat alles mitgemacht. Sie ist wasserdicht geblieben, oder sie ist dicht geblieben. Ich werde es trotzdem nicht provozieren, ich werde sie trotzdem nicht regelmäßig beim Duschen anziehen, aber einmal macht sie es anscheinend auf jeden Fall mit. Insofern ist meine Phobie vor 5 Bar und weniger vielleicht sogar zum Teil unbegründet. Ich bleibe trotzdem bei meinen 10 Bar als Richtwert. Diese Uhr hier hat auf jeden Fall meinen unabsichtlichen Duschtest problemlos überstanden. Ja, eine Uhr, die ich wirklich gerne trage, die ich auch mit Sicherheit regelmäßig tragen werde.
ob ich sie jeden Tag trage als Alltagsuhr, das glaube ich nicht, denn dafür ist mir das Design zu einzigartig, als es im Alltag zu verschleißen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Es soll für mich etwas Besonderes bleiben und ich möchte auch, wenn ich diese Uhr trage, tatsächlich auf die Uhr angesprochen werden. Und das erreiche ich natürlich dann, wenn ich sie nicht immer trage, sondern hin und wieder und auch die Leute, so wie mich selber, mit der Uhr überraschen kann. Ja, das war mein Fazit zur eine Woche Armand mit der Botta Clavius, eine Uhr, die wirklich, wirklich, wirklich etwas Außergewöhnliches ist. Für mich, aber auch als Uhr als solche. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob ihr mit den von mir genannten in Anführungsstrichen Einschränkungen leben könntet oder ob es euch so geht wie mir, dass das Design und das Besondere an der Uhr diese kleinen Schwächen mehr als wettmacht. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.